Ja, ich backe wieder und ihr habt jetzt vielleicht entweder nur einen Schnitt mitten in einem Video gesehen oder aber ich habe hier ein neues Video angefangen. Wer weiß das schon? Also ihr wisst es jetzt. Und ich habe inzwischen herausgefunden, wie man in diese eine Wohnung, also in diese hier, reinkommt. Ich will mich aber nicht mit fremden Federn schmücken, also ich bin nicht selbst drauf gekommen. Ich habe es gesehen. Und ich werde mal schauen, ob ich mir das richtig gemerkt habe. Genau, von hier aus. Einfach da reinspringen. So ist das Ding, aber warte mal. Wir sollten auf jeden Fall den Müll auch einsammeln. So. Ey, fast im Bett gelandet. Gut, und damit sind wir dann nämlich in der letzten, im letzten Haus, das hier noch nicht zugänglich war. Geht nicht auf. So, ansonsten sieht hier alles sehr gesittet aus. Bisschen Kohle. Gut. Können wir immer gebrauchen. Oh, da unten sieht es dann nicht so gesittet aus. Okay, da werden wir dann gleich noch zu kommen. Wir gehen erstmal hier noch auf den Balkon. Ja, das ist ja alles in Ordnung hier. Da ist ja nichts. Das ist ja nur unten, also. Ja, wir müssen ja von hier aus runter. Ich würde mal gerne nicht so durchs Blut gehen. Obwohl, der ist ja eh schon alles voll. So, und dann kriegen wir nämlich auch die Tür auf. Dann brauchen wir ja auch keinen Schlüssel mehr. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich nicht weiß, wo mein Wassereimer ist. Da ist er doch. Und er sieht eigentlich auch noch relativ sauber aus. Ich glaube, den können wir dann mal so nehmen. Würde theoretisch auch eventuell noch meinen nicht wahr sein. Wegen diesem Scheißteil hier. Ist ein Beweis. Was habe ich denn damit jetzt gemacht? Irgendwo einbauen kann man das ja wohl nicht mehr, ne? Oder kann ich die zusammenbauen? Denke nicht. Warte mal. Kann es sein, dass mein Eimer voll ist? Warte mal eben. Das ist das Problem. Kann man auch drauf kommen. So. Aber dass deswegen der jetzt umgefallen ist, das fand ich ein bisschen arge Frechheit. So, warte mal, wo ist denn da hinten? Ach so, das Wasser ist im anderen Haus, ne? Da drüben ist es. Kann ich aber genauso gut hier hingehen, weil das ist irgendwie schneller als da drüben rum. Immer durch den Zaun durch. So, gib mal her. Weiß immer noch nicht, wo mein... Halt. Kercher ist.
Aber der muss ja auch hier in der Nähe sein. Den habe ich ja wohl auch zuletzt nicht hier benutzt. Was ist denn hier eigentlich? Achso, da kann man auch raus. Okay. Da haben wir nicht. Da haben wir nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich zuletzt hier gemacht habe. Keine Ahnung, wo ich den zuletzt verwendet habe. Fight for your right to party. Okay. Genügend Luftballons zerschossen. Das war der Grund. Ja, dann mache ich das jetzt erstmal ohne. Was ist denn mit dir? Wer lebt da drin? Ich lasse mal in Ruhe. Also, den habe ich ja schon dahingestellt. Extra. Der geht noch. Ja, da haben wir noch was drin. Okay. So, jetzt putzen, ohne den Eimer umzuwerfen. Das wäre toll. Wäre auch sinnvoller, wenn ich den kurz dahin stelle. Ne. Ist der irgendwie... Ich glaube, da ist ganz dran, ne? Vertippe ich da jetzt sauber? Ich hoffe es. Da haben wir noch einen Beweis. Da können wir gleich zukommen. Ich stelle den jetzt mal hier rein. Burned to a crisp. She must have been caught in an explosion from the campfire. Die Leiche eben wegbringen. Was dann ja auch die letzte Leiche ist. Nee, so wird das. Ah doch, so wird das was. So, Beweis. Die Mädelsgruppe. Anne, Mädels, er benimmt sich komisch. Was plant er? Marie. Süße, ich habe eine Idee. Wir können alle gleich... Ja, das kennen wir. Nicht gesendete Nachricht. Vielleicht will dieser Kerl dich abservieren. Nicht gesendet. Heißt das, die sind alle in dem Moment... Also vorher gestorben, bevor sie das senden konnten. Weil das steht ja bei allen irgendwie nicht gesendete Nachrichten. So, da putze ich doch lieber noch mal ein bisschen durch. Was mit dem Stuhl? Weiß ich noch nicht. Fehlt hier nicht irgendwo noch einer? Kann sein. Erstmal putzen. Auf dem Teppich putze ich mal gerade nicht, weil das kann ich dann gleich mit dem Schwamm machen. Wenn ich eh das Sofa putzen muss. So, warte mal eben, kann ich das schon hinstellen? Ja, sehr gut. Das hat den Vorteil, dass ich da besser dran komme zu wischen.
wollte doch gar nicht auf dem Teppich. Ich wollte nicht auf dem Teppich. So. Warum geht das nicht? Passt das nicht mehr rein, oder? Achso, nee. War zu weit weg. Okay, gut. Damit haben wir... Na, ich muss gucken. Das sieht bis auf da... Ja gut, hier ist auch noch ein bisschen was. Das können wir auch schwammtechnisch machen. Schon sehr blutig. Ich würde nachher dann auch gerne noch mal gucken zum Abschluss. Zum Abschluss der Folge. Sauber. Da unten. Ach Mann, das ist doch... Oh Gott, ey. Ich hab's aber auch wieder drauf. Warte mal, ich mach mal hier. Da haben wir aber ein schönes, einen schönen Streifen reingemacht. Das sieht ja aus wie gewollt. Wer ist der Tollpatsch? Ich. kaum gesagt. Stellt das wieder unter Beweis. So, haben wir noch. Ist das jetzt da sauber? Sieht gut aus. Die Wände sehen noch nicht so gut aus. Ah, da wäre der Kercher jetzt besser gewesen, aber ich finde ihn halt gerade nicht. Und dann brauche ich vielleicht länger, um den zu suchen, als ich hier fürs Putzen brauche. Naja, Schwamm drüber, ne? Haben wir hier noch was für mich? Haben wir. Okay. So, da hinten an den Wänden ist noch ein bisschen was. Hier haben wir auch noch was. So, das wird ja langsam. Ja gut, das ist klar. Das ist auch klar. Gut aus. Ist auch alles okay. Können wir mal eben die Pizzaschachtel wegräumen. Die Ente bleibt hier, wo sie ist.
So, das steht wieder richtig. Wo der Stuhl hin soll, ist mir noch unklar. Hier müssen wir auch noch mal ran. Ich mache mal erstmal den Schwamm noch mal. Bisschen saugfähiger hier fürs Blut. So, da haben wir noch mal einen Stuhl. So, kann ich da auch noch reingucken? Ja, das wollen wir doch gerne. Okay, was soll ich mit dem Stuhl machen? Weiß ich noch nicht. Da ist noch Pizza. Pizza, die ich nicht essen kann, deshalb kommt sie weg. Ich weiß auch nicht, wie viel Blut damit involviert ist. Und ich weiß nicht, ob mir Blutwurst-Pizza schmeckt. Noch nie ausprobiert. Gibt es das überhaupt? Ich glaube nicht. Der steht gut. Ja, im Prinzip schon, ne? Kann ich denn noch sehen? Achso, da haben wir ja auch noch. Ah, da sind die Stühle, ja klar. So, dann haben wir Möbel hier fertig. Wir müssen noch ein bisschen wild loswerden. Blut aufwischen auch noch ein bisschen und einen Müllsack entsorgen. Und dann sind wir eigentlich hier durch. Ach, die Wand ist komplett fertig. Okay, also nur noch Müll jetzt. Ja, Müll machen kann ich ja. Werde den Müll los, 97%. Haben wir denn noch irgendwo Müll? Irgendwo was vergessen? Nee, das ist damit erledigt. Das war das Letzte, was im Müllsack war wohl. Ja, verlassen Sie den Tatort. Ja, gerne. Achso, ich... So many signs. No one to care. Ja. Ich wollte ja noch eben erklären, das, was ich noch machen wollte am Ende der Folge, aber das sieht ja jetzt eh. Brauch's ja nicht erklären. So, das ist eine Ausbeute, wie ich sie mag. Soweit, so gut. So, wir haben noch ein bisschen Drogen vergessen. Aber, ja, passiert. Aber 20.000 Endeinkommen ist schon was, ne? Wow. Geheimnisse haben es ja richtig gebracht. Und alle Kassetten gefunden. Alle Geheimnisse. Wahnsinn. Sehr cool. Party's over. Smells like Teen Spirit. Okay. Ja, Handy geht schon. Ach ja, klar. Der Typ will mir erzählen, wie gut ich das hier gemacht habe. That's when I come in handy. The greed is dead in the world. But I'm sure you know how daughters are, don't you? You must think we're the same. But surely we're not. Unlike him, I don't have any other choice. Or do I? Ja gut, er hat ja eine Tochter und ja, sie ist ja sehr krank und deshalb brauchen wir halt das Geld. Und insofern, ja,
kann man sagen, er hat keine andere Wahl. Ja, es ist wahrscheinlich schwierig, das Geld auf legalen Wege herzubekommen. So, ich wollte in den Fähigkeitenbaum und ich wollte da mal was schauen. Und zwar, wir haben jetzt 13 Points. Warte mal, ich wollte mal auf allgemein gehen. Was ist das denn hier? Keine Abkühlzeit. Okay. Vorsichtige Schritte. Nachdem man auf einen Fleck getreten ist, hinterlässt man keine Fußspuren. Das habe ich ja schon. Das heißt, ich kann ja auch einfach überall durchs Blut durchlaufen. Da wollte ich nämlich nochmal drauf hinaus. Das war so eine Sache, die mich noch unbedingt interessiert hätte, dass ich das mache. Aber ich wusste gar nicht, dass ich das schon gemacht habe. Das ist ja dann cool. Mal eben gucken, was können wir denn jetzt noch verbessern, was jetzt gerade Sinn macht. Verbesserte Eimer. Zwei Reinigungsmittel in den Eimer geben. Naja, reines Reinigungsmittel erhöht die Reinigungskraft auf allen Oberflächen um 20%. Auf schwierigen Oberflächen um zusätzliche 15%. Hier haben wir eine erhöhte Menge. Und das erhöht die Widerstandsfähigkeit von Werkzeugen um 20% und die Reinigungsfläche um 20%. Ja, ist alles ist nicht so verkehrt. Das hier hatte ich fertig, ne? Ist ja ein Häkchen dran, ja. Reichweite, das brauche ich erstmal nicht. Was mit den Lampen, die benutze ich eigentlich nie. Zusätzliche Lampe, ja, ist für mich jetzt gerade nicht so entscheidend. Hochdruckreiniger, da haben wir ja schon eine Menge. Erhöhter Radius. Ich finde erhöhte Stärke immer viel interessanter, weil mit erhöhtem Radius kann man, ist man ein bisschen eingeschränkter, wie man die nutzen kann, wenn man zwischen Dingen, die zerstörbar sind, irgendwie rumreinigt. Deshalb würde ich da den Radius lieber nicht so groß haben. Erhöhte Stärke macht da irgendwie mehr Sinn. Was ist das? Verbesserte Druckdüse 2. Erhöht alle Statistiken um 35%, einschließlich Wasserverbrauch. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Machen wir mal. Erhöhte Kapazität. Erhöht die Tankkapazität um 30%. Gefällt mir auch. Und das hier kann ich jetzt nicht mehr machen. Schade. Sie können den Hochdruckreiniger auf Ihrem Rücken tragen. Dabei, das will ich unbedingt. Ich mache die verbesserte Düse nochmal weg. Ich will den auf dem Rücken tragen. So, dann habe ich nämlich noch 4 Punkte. Die könnte ich vielleicht noch hingeben. Mikrofaserverbesserung erhöht die alle Statistiken um 30%. Mache ich. Okay, dann haben wir nur noch 1 Punkt, den kann ich mir auch sparen. Oder sollen wir hier den zusätzlicher Schwamm? Ist für mich jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Zusätzlicher Mob. Momentan echt nicht so entscheidend. Erhöhte Widerstandsfähigkeit 2, Schwämme verschmutzen 20% langsamer. Ich mache das hier mal. Geht aber nicht. Warum geht das nicht? Ich habe doch noch 1 Punkt und das kostet auch 1 Punkt, oder? Na gut, dann halte ich ihn erstmal zurück fürs nächste Mal. Gut, dann soll ich wieder ins Bett gehen, was ich natürlich jetzt gleich tue und ihr werdet dann wieder in der nächsten Folge sehen, wie ich aufstehe. Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst und vielleicht auch einen Kommentar. Und
wer noch nicht abonniert hat, das auch vielleicht. Würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ich sage ciao, ciao.